Guten Morgen. Schwupps, alles wach. Und schwupps, Tommy holt das Auto, okay? Moin. Pommes, esse du Haferslimes? Ja. Das schmeckt mir ganz gut. Sehr gut. Ich lieb dich. Hey? Guten Morgen, guten Morgen. Ich weiß jetzt nicht, wo soll ich denn das laden? Wo hab ich denn das zum Laden? So, ich lass dich jetzt hier zum Laden. Oh Mann, ey. Oh, bin ich bescheuert, ey. Oh, man muss mal überlegen, wo hab ich denn das? Gut, bis später auf alle Fälle. Hello. Ei, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Ich glaube, der Wolfgang, ich habe schon zu tun. Ich muss jetzt losmachen. Ich kann nicht. Ich kann nicht mit Wolfgang spielen jetzt. Moin Wolfgang! Falsche Polizisten! Falsche Polizisten! Ermittelt in Berlin! Ja, na denn? Hauptsache die kommen zum Ergebnis! Das ist ohne Macke. Hat gemerkt, dass er da am Dreck schön mit der Schütze und sagt, er würde gut sein. Der Kosche gefallen bei mir. Der Mensch hat da was eingemacht. Ach so. Ja. Da ist schon wieder irgendwo. Ja, schon wieder hin. Und dann ist er ab. Weil er das zumacht, weil es nicht so lange dauert. Der Chef hier würde sagt, dann wird es schneller gehen. Gut, ich mach weiter. Ich hab ja schon zu tun, volles Programm. Noch von gestern, so einer. Muss ich erstmal machen. Der will gar nicht den Herz. Der Quatsch und Quatsch. Ach Gottes Willen, das war heute gestern. Ja. Der Turing, der da unten. Na, was ist er da? Ich komme gerne bei dir, wisst ihr. Ja. Aber wenn er erzählt, der versteht sich nicht. Ich meine, ich gehe nicht. Wenn er in der Partner kommt, wir wirken alle durcheinander. Ja. Ja. Weil er das dann durch den Kopf hat. Laus, du musst ja da jetzt nicht da Hause. Bis später. So. Da nehmen sich aber Felix und Wolfgang nicht wirklich viel, wa? Durcheinander. Da nehmen sie sich nicht wirklich viel. Jo. Na Mensch. Hornhandräder. Ein Traum. Könnte auch ein Albtraum sein von mir. Am frühen Morgen. Klein Hornhandrad. Stimmt ja nicht ganz. Das war gestern am späten Abend eigentlich schon da. Und jetzt mache ich es halt am frühen Morgen. Gestern war halt zu spät. Konnte ich es nicht mehr machen. Und Felix fühlte sich dazu halt auch nicht in der Lage. Der Felix hat gestern, wie ich auch ein paar Stunden
noch gekostet, tatsächlich. Das ist einer, der ist sorglos so. Dann war er hier unten, wollte noch ein bisschen zu Ende schrauben. Aber was macht er? Schließt ab und haut ab, lässt aber Lichter an. Weil er sich was zu essen holen will. Hat er ja auch vorher gesagt. Alles gut und schön. Also so 10 Minuten nachdem ich hier war, oder 15 Minuten nachdem ich hier raus war, ist er los. Zu essen holen. Kurze Pizza holen. Fakt ist, ich war um 12 war ich hier und hab geklopft. Dachte, er ist wieder da. Also lange schon wieder da. Schon lange. Wollte eigentlich sagen, Mensch, was machst du denn so lange da unten? Keiner da. Da war ich um 12:30 morgens nochmal hier. Wieder geklopft. Keiner da. Dann bin ich von hinten in den Laden drin. Bin von hinten halt den Schlüssel. Keiner da. Dachte, er liegt hier irgendwie, hat sich verletzt oder irgendwas. Nee. Der war einfach nicht da. Dann bin ich nach oben gegangen, also ich habe hier Licht ausgemacht unten, bin hinten wieder raus. Bin nach oben gegangen, habe mir überlegt, wie ich heute Morgen die Tür hier ausbaue, aushänge von innen, weil ich den Schlüssel für vorne nicht habe. Gottes Willen, ey. Ja, der kam so um 2 Uhr morgens oder so, kam der an und klingelt. Ja, Entschuldigung. Scheiße, Mann, der ist wieder irgendwo eingepennt. Also wirklich. Ich habe mich echt schon gesehen, wie ich heute Morgen diese Tür von innen ausbaue, damit die offen ist. Also geht auch nicht mehr. Kann er. Abends muss er mit mir rausgehen, fertig aus. 21 Uhr, Schicht. Ja, aus, das war's. Das ist doch besser für mich. Ja, dann muss ich nicht nochmal runter und gucken, wo er ist und ob hier alles läuft und so. Natürlich scheiße für mich eigentlich auch, weil ich dann am nächsten Tag seinen Rest immer wegarbeiten muss. Weil er schafft ja einen Schlauchwechsel, hat er gemacht. Ein Schlauchwechsel. Mann, Felix. Felix ist einfach nicht arbeitsfähig. Muss man einfach so sagen. Sitzt halt auch nicht. Ist ja normal. Naja, na, nicht nur meckern. Wenigstens hat er mir den Schlüssel gebracht. Die Fahrräder sind nicht erschreckend. Manchmal. Moment. Steht ja gut. Passt ja nicht zueinander. Ich will Sporthose und. Ach, das ist doch cool. Aber das ist. Das ist cool. Das wollte ich schon immer. Ja, das ist, nee, das passt total zueinander. Das ist voll Hipster wieder, wa? Ja, man muss ja irgendwie muss ja was tun, wenn man so. So tun als ob. Mit der Zeit geht, ja. Und was macht die Bürgner Straße? Nothing. Steht. Wie findest du die neuen Laternen? Ja, der alte, neu aufgearbeitet, ne? Ja. Das Licht, naja.
Ach, seid ihr immer noch hier? Immer noch an? So ein Quatsch auch, wa? Zeigt da eine Frau, die möchte diese Plastikcover haben. Jetzt habe ich exakt noch eins. Ich habe keine mehr davon. Die werden auch nicht mehr gebaut. Cover. Letzte. Naja, komm mal, Dennis ist auch da. Machst du mir das schön? Na sicher. Ich dir das gleich schön. Das ist das letzte. Oh. Ja. Sehen alle meine Schalter genauso aus wie der. Jetzt ganz normal. Die Dinger gehen ja kaputt. Aber die werden nicht mehr hergestellt, oder? Meins sind sowieso nicht. Ja, die werden auch so nicht mehr hergestellt. Kriegst du schon noch Schalter zu kaufen, aber. Muss man mal nachgucken, was die kosten. Also neu. Wenn einer hat bestimmt 15 Euro oder so. Da muss er hin. Warte, kannst du haben. Er hat gerade Wasser zur Hand. Ich werde euch geben. Nee, kriegst du. Hast du was zu trinken hier? Hä? Hast du was zu trinken hier? Ja, irgendwo unten. Kommt drauf an, das hat viel zu tun. Du weißt ja, wie es bei mir ist. Ich vergesse es ja eh immer. Steht seit gestern an die Nuckel drum. Weiß. So viel fehlt in der Flasche. Und gestern hatte ich schon Kopfschmerzen wie Sau. Mann. Ich weiß auch nicht, wann ist das dauernd? Wie du das schaffst. Also. Dann läuft man immer dran vorbei an dem Ding und trinkt nichts. Ja, eigentlich bräuchte es einen Dauertropf, den du mit dir rumziehst. Das ist ein bisschen störend, aber. Das ist eben die Scheiße, nee. Das muss irgendwie implantiert werden, gleich. Morgens eh mal 3 Liter oben drin kippen. Ja. Die sollen dann trocken. Ja, ja, weiterhin. Ich denke, der bringt Zusammenfall heute Aufträge. Ja, jetzt gerade ist Ruhe, Gott sei Dank. Die stehen auf der Fahrbahn, junger Mann. Bitte? Die stehen auf der Fahrbahn, ja, junger Mann. Ja, gehört auch hin, wenn also. Ich fahre mit dir. Ach so, ist der Schleichgang gerade, ja? Moin. Also übertreiben Sie nicht mit den Pausen? Nee. Wie noch zu tun, man ist nicht hier. Weiterhin. Weiterhin. Also habe ich gemerkt beim Tanken, dass die Luft nicht jetzt habe ich zu Hause noch gehabt, die Batterie genau nach Vorschrift habe ich das gemacht. Richtig spritzt, vorn und hinten. Ich glaube, hat hier eine Löcherin gemacht oder was weiß ich nicht. Jedenfalls hält die Luft nicht, hielt aber nicht so weit raus, dass ich ihn betragen konnte. Das ihn mitnehmen kann ich nicht, denn fängt das Ding an zu schwimmen. Und habe ich die ganze volle reingespritzt da. Toll. Ja, haben wir uns schon drüber unterhalten, aber ich will die sowieso verkaufen. Ich mach die darauf. Ja, willst du sie verfuschen? Nein, ich mach die darauf aufmerksam. Dass du neue Räder brauchst. Ja, wenn ich da jetzt neue Räder, dann brauchst du nicht mehr verkaufen. Mach Schläuche drin und gut ist. Das ist eine riesen Montage wieder. Ja, du musst doch ein bisschen ordentlich arbeiten. Ich hab nicht so eine Werkstatt da, wie du da hast, da so ein Riesensaal. Ja, das gibt's aber ja das ist doch vorm Haus. Vorm Haus und in der Küche arbeitest du ja. Ja, ich zum Auskochen. Auf dem Gasherd arbeite auf dem Gasherd. Der hat seinen Auspuff zu Hause in der Küche ausgebrannt. Auf dem Gasherd. Der ist schmerzfrei. Was sagt die Köchin der Familie dazu? Ja, die ist weggerannt.
wusste vorher, wer ich stehe geblieben. Aber ich konnte sie überzeugen, also da haben wir sie. Also, obwohl, Umwelt so, so. Der gleich mehr. Ja, aber voll. Ich mach trotzdem noch, ich habe nur eine kleine Spende. Ach, so alle gut. Vielen Dank dann, für deine Mühe und Arbeit. Ja, bitte. Ja, okay. Wenn es nicht wegfliegt oder einer nimmt, zack. Danke. Flix. Der Flixbus ist da. Der Felixbus. Philippus. Weißt du, ganz genau, wo die Stellen sind, wo du das Ding hinstellen musst? Ja. Ja. Immer wieder die gleiche Position. Da merkt man so den Film. Der greift einmal hin, zack, schlapper, schlapper, schlupp, steht das Bild wieder und wunderbar fokussiert. Hier, tack. Oh Mensch, der Mann mit der Antenne am Kopf, guck mal. Kann ich eine Viertelstunde noch arbeiten, bitte? Hä? Kann ich noch bitte. Sag mal, Stimmbruch oder was ist los? Ja. Warum Tretlager? Wie, warum Tretlager? Das hat sich so ergeben. Ja. Ich hab da einmal gegen getreten, das muss ich verlagern. Ja, der Captain schützt, deswegen mache ich das scheiß Tretlager raus. Ach so, damit doch noch einer ran kann, ja. So, kann ich was machen, wobei. Hier arbeiten kann, ohne dich zu stören oder. Ohne was kaputt zu machen. Feuerwehrler? Ich will noch was dranhalten, jetzt eine Viertelstunde kann ich. Hoffe ich doch. Alles gut, Felix, bleib ruhig. Ja. Kannst du schmeißen? Hier noch streichen die Kette? Was kann ich machen? Streichen. So viele Ketten, so viele Speichnippel ersetzt. Ja, ja, schon im Laufe der Zeit. Noch einen heute. Echt? Aber das ist greifbar. Ja. Und wie lange wartet jetzt in der Verleihung? 3 Jahre. Sind wir gleich. Da ist er schon. Ja. Hallo! Ja, bitte! Wir sind jetzt noch einer mehr geworden, einfach aus Unterstützungsgründen. Achso, sie war schon da. Ja. Ja, ich hab schon avisiert, ich hab gesagt, gleich kommt jemand. Der hat einen ganz speziellen. Ein ganz spezieller Fall. Und Sie sind das nee, mit dem Verlust. Nee, jetzt mal im Ernst. Genau. So, wo nehmen wir das Moslet? Vergeudet? Flex ja nicht mehr. Um die Uhrzeit ist ja eine riesen Bambule. So. Aber wir können ja erstmal das Schloss angucken. Ja, ich kann ganz leise flexen. Ja, wirklich, ich hab da. Ein Flexschein oder was? Flexschein, Schutzdämpfer. Nee, jetzt im Ernst, was kann ich machen? Du machst doch gerade, ist doch gut jetzt. Felix. Bitte. Okay, okay. Einfach machen. Ja, das ist hier kaputt. Das ist cool. Haben wir noch 127er Lager? Bei den Gebrauchten vielleicht. Auch neu zu. Wo ist denn die große Spezialzange? Ich habe vorhin geschrieben, ja. Guten Tag, es freut mich, dass Sie meine Zahlung erhalten haben. Jetzt würde es mich umso mehr freuen, wenn ich das Gartenhaus erhalten würde. Ich habe vor ca. 2 Wochen die Lieferung beantragt und mit Ihrem Mitarbeiter für den Anfang der Woche vereinbart. Genauer, mir wurde mitgeteilt, dass die Lieferung wohl am 12.8. spätestens auch am 13.8. erfolgen würde. Darauf habe ich meine gesamte Wochenplanung aufgebaut. Nun ist es Abend des 13. kein Gartenhaus wurde geliefert. Im Laufe des heutigen Tages 3-mal versprochene Informationen darüber, wann denn nun die Spedition zu liefern gedenkt, ist bis jetzt nicht bei mir angekommen. Ich bin böse. Die hängen die sich aus in der Spedition. Bitte kümmern Sie sich darum. Ich habe mehr zu tun, als am Straßenrand auf einen Laster zu warten. Das Wort hat wirklich jemand geschrieben. Das habe ich geschrieben. Das hat er geschrieben. Lässt du sie das einbauen oder machst du das? Lass ich sie bald einbauen oder mache ich das? Das Solotec-Lager, ich nehme an, das ist für. Hi. Da ist sie. Ja. Lass sie das ruhig einbauen. Möchtest du das einbauen? Bin ich zu spät. Nein, zu früh. Setz dich doch. Für Anouk meine ich. Bitte setz dich. Oh Gott, ich hab so Schiss. Hier ist die Kundenwarte dann. Anouk. Was hast du? Ich hab so Schiss gehabt, dass ich jetzt zu spät bin. Nein, wir arbeiten immer lange. Setz dich hin hier. Danke. Hier gibt es tatsächlich einen Tisch, es ist nicht eine Bank. Oh Gott, ich habe mir jetzt gerade ganz schön ein Taxi genommen sogar. Boah, ja. Langsam, ihr fallt ja nicht. Die Grube muss noch geschöpft werden, da war der letzte nicht zahlende Kunde ist da noch drin. Der ist nur abgekalkt. Oh Mann, ey. Nicht drüber stolpern.
Genau, du bekommst jetzt noch ein neues Tretlager wegen dieser wunderschönen Kettenschutzbrille. Ah, okay. Ich halte Gott mit da. Ich habe schon einen Test. Bitte nicht. Warum? Okay. Ja, weil sie gerade vom 100. ins 1000. kommen. Die Kundin wollte einen Plastikschutz über die Kette, jetzt gibt es ein neues Tretlager, weil der Halter für das Tretlager nicht unter das alte Tretlager passte. Wow. Man ja. kann immer Glück haben, ne? Das willst du. Bei Little John, Bei Little John, da genau. Ne? Meinst, Sie wollen auch einen Aufkleber von unserer Firma hier drauf haben? Die hätten vermutlich wenn Kunde ein Fahrrad abholen will, heißt es ja, wir haben da ein technisches Problem. Um Ihr Kettenschutz einzubauen, müssten wir das Radlager, das Tretlager wechseln. Wollen Sie das? Dann unterschreiben Sie bitte den Zusatzauftrag. Ja, das Kleingedruckte nicht lesen, aus dem gleichen Dreifach. Kostet 60 Euro. Jedenfalls aus dem Vierradbetrieben mehr als gut. Ja, ein Freund von mir hat mir nämlich den Laden hier empfohlen, weil ich ja schon seit einer Weile auf der Suche bin und jetzt auch kein neues wollte und so. Das und ist dann gut von dem Freund. Ja. Tommy muss man empfehlen. Und ja, so kleine, ich weiß nicht, gehört hier der Laden, also so. Mhm. Ah, cool, ja. Mhm. Also, ja, kann die Laden hier nur empfehlen? Ja? Der ist der Ober. Der Oberfahrer. Aber da hinten hast, also ist auch noch eine Station quasi. Na, aber nicht von mir. Nein. Ach so, okay. Ist ein Mitbewerber. Ist ein Mitbewerber. Ist konkurrenzlos. Hoffnungsloser Mitbewerber. Konkurrenz kann man nicht daneben nennen. Nein, nein, die lerne ich auch an. Das ist kein Problem. Ich habe auch Probefahrt. Ah, Probefahrt? Ja. Achso, ich nehme den Rucksack gleich mit am besten. Das bietet sich an. Danke. Ich glaube, die Kneipe macht hier bald zu. Ja. Achso, und ja, die Zeug habe ich ja. So, okay, liebe Leute, also ich würde mal sagen, jetzt Feierabend, habe ich doch mal was für einen Tag schon wieder. Ich mach Feierabend. Ja, schade. Der Hans war eigentlich da, um sein Haus aufzubauen hier, hat nicht geklappt. Weil das Haus nicht geliefert werden konnte. Also, jetzt fährt er wieder nach Hause nach Österreich. Ah, schade, ärgerlich. Ich wollte ihm helfen, das nach hinten zu bringen. Nächstes Mal, wenn er da ist. Jetzt, morgen fährt er los. Dann wünsche ich mir eine gute Heimreise. Alle Tüte. Und euch wünsche ich einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Vlog aus Tommys Leben. Ja, seht ihr mal. So ist das hier. Also, wir sehen uns. Bis dann. Macht es gut. Ciao, sagt Tommy. Und Daumen hoch. Daumen hoch. Immer kommentieren.